Die Aue an der Lippe ist eine der wenigen Flusslandschaften, die dank ihrer umfangreichen Renaturierung auf mehr als 1000 Hektar wieder zu einem Lebensraum für viele bedrohte Pflanzen- und Tierarten geworden ist. Heute brüten auch wieder seltene Störche in der Auenlandschaft. Die Stadt Lippstadt und die Arbeitsgemeinschaft biologischer Umweltschützer im Kreis Soest planen nun ein überregionales westfälisches Auenzentrum. Das Informations- und Bildungszentrum für Fluss und Aue will Besuchern und Fachleuten die faszinierende Entwicklung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt und ihre ökologische Bedeutung für Mensch und Klima präsentieren. Mit dem Auenzentrum wird ein einmaliges Bildungs- und Informationszentrum für Touristen, Schulklassen, Fachleute und alle anderen Interessierten entstehen. Die Einrichtung besteht aus einem interaktiven Erlebnismuseum, einem Museumscafé und einem Gästehaus. Übernachtungsmöglichkeiten für etwa 70 Personen sollen mehrtägige Seminarangebote an diesem außerschulischen Lernort möglich machen, aber auch Kanuwanderer und Radtouristen ansprechen. Als Standort für das westfälische Auenzentrum will die Stadt Lippstadt eine erhöhte Fläche direkt auf der Terrassenkante an der Lippeaue bereitstellen. In unmittelbarer Nähe zur historischen Kernstadt von Lippstadt wird so das bereits vorhandene kulturelle Angebot um ein attraktives, umweltbezogenes Thema erweitert.